Und ich begrüße euch ganz herzlich für all diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich bin Franzi, bin heute Abend für euch hier am Start mit einer klassischen Bauchbeine-Po-Stunde. Wie schon angekündigt, machen wir heute ein klassisches Bauchbeine-Po-Training ohne großartige Jumps. Wir machen das Ganze sehr moderat, sodass ihr die Möglichkeit habt, euer Tempo und eure Intensität selbst zu bestimmen. Ihr macht das Ganze natürlich alles in eurem eigenen Tempo, aber wir werden heute dafür sorgen, dass der Puls ein bisschen unten bleibt. Das sind klassische Übungen heute, wirklich sehr gelenkschonend, aber auf jeden Fall richtig schön effektiv. Ich hoffe, ihr seid startklar, freut euch auf das, was kommt. Und das Einzige, was ihr heute braucht, ist tatsächlich nur eine Matte, ein Getränk, ein Handtuch und natürlich wie immer gute Laune. Und dann würde ich sagen, suche ich die Musik jetzt raus. Wir starten mit einer kleinen Mobilisationsphase und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und ich würde sagen, let's go. Wir beginnen. Ihr öffnet beide Beine. Lasst mal die Fußspitzen nach außen schauen. Zieht eure Schultern zurück. Der Bauch ist gespannt. Und jetzt beginnen wir erstmal nur die Schultern locker zu kreisen. Und wie gesagt, wir werden heute richtig schön klassische Übungen. Kreist mal jetzt nur einen Arm ein bisschen größer. Zieht mal den Ellenbogen zurück. Noch viermal. Drei mehr. Zweimal. Und das Ganze mit dem anderen Arm. Let's go. Locker zurück. Auch hier machen wir noch vier Stück mehr. Viermal. Dreimal. Zweimal. Wir ziehen die Arme im Wechsel schön lang nach oben. Zieht. Zieht mal hier die Rippenbögen schön weit auseinander und verlagert den Oberkörper von links nach rechts. Machen wir noch acht Stück mehr davon. Lang. Jawohl. Und die letzten viermal. Vier mehr. Drei mehr. Gleich gehen die Hände tief diagonal zu den Fußspitzen. Auf geht's. Tap, tap. Ihr macht weiter. So. Streckt mal den anderen Arm lang nach hinten. Wir machen noch acht mehr. Acht noch. Sieben. Sechs. Die letzten viermal. Vier noch. Drei mehr. Zweimal. Setzt mal eure Hände zur Mitte. Bleibt hier. Und jetzt streckt und beugt mal eure Beine. Ihr streckt und beugt. Schiebt mal den Po schön hoch und tief. Hoch, tief. Machen wir noch acht. Und die letzten sechs. Noch viermal. Vier mehr. Drei noch. Zwei mehr. Rollt euch einmal langsam auf. Okay, Oberkörper rotiert von links nach rechts. Zieht mal den Ellenbogen schön zurück. Auch hier machen wir noch acht. Macht es gerne ein bisschen dynamischer. Vier mehr. Drei noch. Zwei mehr. Bleibt mal in der Mitte und macht einen Squat. Tief und hoch. Genau. Schiebt den Po tief und hoch. Tief, hoch. Lasst den Rücken richtig schön lang. Acht haben wir noch. Noch sechs. Wunderbar. Die letzten vier. Drei mehr. Zweimal. Der letzte. Und einmal aufrollen. Okay, wir starten direkt auf der Matte. Gut. Und zwar geht es in den Kniestand. Ihr positioniert eine Hand unter eurer Schulter. Das andere Bein streckt ihr lang aus. Und jetzt hebt und senkt ihr das Bein. Auf und ab. Achtet schön darauf, dass euch die Schulter hier nicht nach vorn fällt, sondern dass ihr aufgerichtet bleibt.
Jawohl. Das machen wir noch 15 Sekunden in dem Tempo. Wir haben heute immer eine Belastungszeit von 45 Sekunden und 15 Sekunden Pause. Das Ganze dreimal in Folge. Machen wir jetzt oben mit mir das doppelte Tempo. Kurze. Versucht das Bein oben zu lassen. Wenn es euch zu schnell ist, macht ihr es langsam weiter. Noch vier. Drei mehr. Zweimal. Und Seitenwechsel. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze in der Seitlage zu machen. Dazu könntet ihr euch dann einfach am Boden ablegen. Okay? So, Zeit beginnt. Jetzt. Schaut mal, achtet darauf, dass euch die Schulter hier nicht nach vorn fällt, sondern dass ihr schön aufgerichtet bleibt. Ja? Das waren 15 Sekunden, noch 15 in dem Tempo. Weiter. Die letzten vier. Danach verdoppeln wir nochmal das Tempo. Arbeitet schön kraftvoll, ohne Schwung. Jetzt. Double time. Kurze. Cut. Sit. Sit. Weiter. Die letzten viermal. Drei mehr. Zweimal. Letzter. Und Stopp. Wir drehen uns einmal rum. Auch wenn die Stunde heute Bauchbein pro heißt, ein bisschen was machen wir für die Schultern und für die Brustmuskulatur. Kommt einmal hierher. Hände unter die Schultern. Die Füße kreuzen. Der Bauch ist fest. Und jetzt gehen wir tief und hoch. Let's go. Macht es in eurem eigenen Tempo. Habt noch 30 Sekunden. Versucht die Nasenspitze schön tief zu führen. Wenn ihr mehr Zeit braucht, ist es völlig okay. Macht es so, wie es passt. Noch 15 Sekunden. 7. 6. 5. 4. 3, 2, letzter und Stopp. Eine klassische Übung für den Bauch. Rückenlage. Beide Füße bleiben aufgestellt. Beide Hände hinter den Kopf. Sit-up zur Mitte. Let's go. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, die Beine mitzunehmen. Genau. Macht euch schön klein in der Mitte. Weiter. Zieht. Die letzten 15 Sekunden. Zieht euch in der Mitte eng zusammen. Und die letzten 4. Noch 2 mehr. Komm, jeder noch einen. Jetzt bleiben wir alle zusammen oben. Schieben die Arme nach vorn. Und kurze Bewegung. Cut. Vor. Eure Atmung geht mit. Der Bauch ist fest gespannt. Perfekt. Zieht. Zieht. Schaffen wir noch 8? Yes. Noch 8. 7. Kurze, kleine. Cut. 6. Nur noch 4. 3 mehr. 2 und relax. Runde 2. Rollt euch wieder auf. Wir gehen wieder zurück in den Seitstütz. Auch hier die Hand wieder schön unter der Schulter positionieren. Vordere Schulter zurück. Let's go. Hoch, tief. Genau. Zieht aber jetzt mal gezielt das Bein nur bis zu eurer Hüfte, nicht darüber hinaus und flex die Fußspitze ran. Noch 15 Sekunden in dem Tempo. Ja? Weiter. Die letzten 4 mehr. Und lasst den Kopf nicht fallen. Stabilisiert immer schön eure Halswirbelsäule. Double time. Komm, kurze. Kleine, schnelle Bewegung. Sit
nur wirklich ganz kleine Bewegungen. Vier mehr. Nur noch drei. Zwei mehr. Letzter. Und wechseln wir. Gut, andere Seite. Upp. Kontrolliert dies wieder schön. Lasst die Hand hier unter der Schulter. Bauch ist fest. Zeit beginnt. Ab jetzt. Kommt. Sehr gut. Heben und senken. Wenn das Bein tief geht, lasst es bewusst nach unten. Nicht fallen lassen, sondern bewusst nach unten. Nochmal. Kommt. Acht. Sieben mehr. Sechs. Und machen wir die letzten vier. Vier noch. Drei mehr. Gleich nochmal das doppelte Tempo. Los geht's. Kommt. Kurze. Schön den Bauchnabel nach innen fixieren. Kommt. Die letzten vier. Drei mehr. Zweimal noch. Letzter. Und stopp. Wieder umdrehen. Achtet jetzt mal darauf, dass eure Knie ein Stückchen hinter der Hüfte sind. Hier schön langer Hebel. Hände schulterbreit, unmittelbar unter der Schulter. Zeit beginnt. Kommt. Wenn ihr mehr Zeit braucht, nehmt euch mehr Zeit. Hopp. Weiter. Kommt. Macht weiter. Tief. Und. Ihr macht so viele Wiederholungen, wie ihr schafft. Die letzten vier Zeiten. Vier, drei, zwei, der letzte. Und stopp. Übung drei, Rückenlage. So, zwei tiefe Atemzüge. Entweder ihr lasst die Füße wieder am Boden oder wir kombinieren. Let's go. Wenn ihr hochkommt, atmet die ganze Luft, die ihr habt, durch den Mund aus. Zieht. 30 Sekunden noch. Und denkt daran, mit der Kontraktion der Bauchmuskulatur atmet ihr aus. Noch 15 Sekunden. Eure letzten. 4. 3, 2, bleibt tief mit den Füßen, Arme nach vorn und schiebt nochmal kurz. Kommt. Legt das Kinn auf der Brust ab und jetzt nochmal richtig schön kraftvoll vorschieben, die letzten 15 Sekunden. Kommt mit Kraft, zieht, zieht, zieht. Wir haben noch 4 mehr, zieht durch, kommt. 3 noch. Zwei mehr. Tiefer Atemzug. Aufrollen. Ready für Runde 3? Jetzt. Gut. Habe ich mir gedacht. Dann legen wir los. So, haben wir den Musikeinsatz verpasst. Nicht schlimm. Warten wir den nächsten Bogen ab. Macht euch startklar. Ausrichtung Knie. Schulter, Handgelenk. Let's go. Kommt. Hoch und tief. Jetzt werdet ihr euch fragen, was rede ich da mit Musikbogen und so einem Kram? Ist egal, das muss nicht interessant sein. Aber das habe ich tatsächlich echt so drin, dass ich eigentlich immer auf der Musik bin und mit der Musik arbeite, aber es ist nicht relevant. Also ihr habt immer die Möglichkeit, es in eurem Takt, in eurem Tempo selbst zu machen. Jetzt Double Time. Kurze, kleine, ziehen, ziehen. Weiter, hoch, hoch, zieht, zieht, zieht. Stabilisiert schön eure Halswirbelsäule. Ich glaube, ihr habt eben zu wenig. Noch 4, noch 3, 2 mehr und stopp. Seitenwechsel. Und die Zeit beginnt
Jetzt. Gott. Immer schön dran denken, fester Bauch. Die Schulter kippt nicht nach vorne, ihr bleibt aufgerichtet. Weiter. Machen wir noch 15 Sekunden mehr. Jetzt. Noch 6. Zieht. Und zieht die letzten 4 Mal. 4 mehr. 3 mehr. So, Leute. Doppeltes Tempo. Let's go. Kurze kleine. Nochmal. Zieht. Und zieht. Auch wenn das Bein schwer wird, zieht einfach durch. Wir haben es gleich. Noch 3, 2, 1. Relax. Eieiei. Okay, Runde 3, Übung 2 und damit die letzte. Seid ihr bereit? Okay, let's go. Kraft. So, jetzt nochmal die volle Kraft. Lasst die Arme arbeiten. Tief und hoch. Tief und weiter. Schön kraftvoll und stabilisiert eure Halswirbelsäule. Und das Tempo macht ihr so, wie es passt. Tief. Tief. Oh. Eieiei. Wir müssen noch 15 Sekunden kommen. Nur noch 8. 7. 6. Oh, die letzten. 4. 3. Letzter, Leute. Eieiei. Gut. So, Runde 3, kommt wieder auf den Rücken, ein tiefer Atemzug, auf geht's, zack, und jetzt versucht nochmal, die Ellenbogen richtig schön nach vorne zu ziehen, und wenn ihr hochkommt, die ganze Luft ausatmen, 30 Sekunden noch. Und zieht, zieht. Oh, komm, wenn es zu viel wird, lass die Füße am Boden. Nur noch 15 Sekunden. Weiter. Unsere letzten 4, 3, 2, Hände nach vorn. Und nochmal kurze Schieben. Komm, jetzt. Kurze kleine Bewegung, lass das Kinn auf der Brust. Oh, der Bauch zwiebelt. Wir schaffen noch 15 Sekunden, Freunde. Komm, zieht, zieht. Unsere letzten. Noch 4, 3, 2 und oh. Kurzer Atemzug. Erster Block ist geschafft. Perfekt. Weiter geht's mit Block 2. Ihr könnt schon trinken, wenn ihr wollt. Ich sag immer Prost. Okay. Weiter geht's mit dem nächsten Block. Auch hier wieder eine schöne klassische Übung für den Po. Beide Hände sind wieder unter der Schulter positioniert. Stabilisiert eure Halswirbelsäule. So, und jetzt schiebt ihr das Bein hoch. Und zwar nur heben und senken. Kommt. Erstmal ganz easy. Diese Übung kann man natürlich auch hervorragend mit so einem kleinen Superband machen. Aber ihr werdet merken, die Wiederholungszahl, die werdet ihr gleich merken. Jetzt oben, Double Time. Kurz. Kleine Schnelle. Zack, zack, zack. Noch 4. 3. 2. Achtung, fließender Wechsel. Langsam. Kraftvoll. Ganz oft sieht man hier das, in den Ellenbogen abgebeugt, wenn es anstrengend wird. Das bitte nicht machen. Ihr stützt euch richtig schön raus. Schiebt das Bein mit Kraft nach oben. Machen wir noch 4 Stück in dem Tempo.
Wunderbar. Jetzt nochmal das Ganze im doppelten Tempo. Auf geht's. Kurze, kleine, schnelle. Und spann den Po fest an. Weiter. Vier mehr. Drei mehr. Zwei mehr. Der letzte. Und stopp. Okay, zweite Übung. Kommt einmal mit mir in die Unterarm-Plank. Setzt eure Füße hinten auf. Stützt euch aus dem Schultergürtel raus. Den Bauchnabel zieht ihr nach innen. Wenn es euch zu anstrengend wird, habt ihr immer die Möglichkeit, die Knie einmal kurz am Boden abzusetzen und dann gegebenenfalls wieder nach oben kommen. Wenn ihr mehr wollt, schaut mal, dann schiebt ihr euch vor und zurück. Vor und rück. Schiebt vor, zurück. Vor, rück. Noch 15 Sekunden. Alternativ bleibt ihr in der statischen Position. Noch 3. 2 mehr. Letzter. Einmal auf den Bauch. Bleibt hier. Beide Hände an den Oberschenkeln ablegen. Beide Fußspitzen aufstellen. Po anspannen. Nasenspitzen nach unten. Oberkörper heben und senken. Auch hier arbeitet ihr ohne Schwung. Arbeitet mit Kraft. Zieht euch kraftvoll hoch. Weiter. Und die letzten. 4, 3, 2. Bleibt oben. Wir bringen die Arme nach vorn. Die Füße hoch. Und jetzt kleine, schnelle Wechselbewegung. Weiter. Die letzten. Noch 8, 7. Macht es in eurem Tempo. Schön weiteratmen. Noch 4, 3 noch. 2 mehr. Und stopp. Sehr gut. Kommt hoch. Vierte Übung. Hier bauen wir noch eine Übung für den Bauch mit dazu. Wobei die Plank natürlich eine hervorragende Übung war für den kompletten Chorbereich. Aber jetzt nochmal gezielt was für die schrägen Bauchmuskeln. Und zwar beide Füße nach oben. Entweder ihr zieht nur die Ellenbogen. Optional schiebt ihr die Arme mit und das entgegengesetzte Bein mit. Auf geht's. Ihr startet jetzt. Verrutscht mir hier doch gleich alles. Okay, let's go. Komm, noch 8, 7. Und ich setze mir den Schmunzeln gerade. Komm, zack. Ihr könnt aber auch die Hände hinter eurem Kopf lassen. Noch 15 Sekunden. Schaut mal, achtet mal darauf, dass ihr die Bewegung mehr aus eurem Oberkörper holt. Weniger aus dem Bein, wirklich mehr aus dem Oberkörper. Jetzt halten wir. 1, 2, 3 und ihr wechselt. 1, 2, 3 und ihr wechselt. 1, 2, 3 und ihr wechselt. Noch einmal. Und wieder wechseln. Und stopp. Sehr gut. Aufrollen. Weiter geht's, Runde 2. Gut. Starten wir wieder mit der ersten Übung. Positioniert die Hände wieder unter den Schultern. Bauch ist fest. Und jetzt eine Seite beginnen. Kraft. Schön mit Kraft hochschieben. Zeit beginnt jetzt. 45 Sekunden. Stopp. Weiter. Hoch, tief. Stellt euch vor, ihr tragt ein Tablett auf eurem Fuß und jetzt oben Double Time. Kurze. Zack, zack. Kurze kleine Bewegung.
Noch vier. Drei mehr. Zweimal. Sehr gut. Jetzt wieder fließender Wechsel. Zuerst langsam. Schiebt und senkt. Wenn ihr das Bein nach oben bringt, ne, dann achtet mal darauf, dass euch die Hüfte nicht ausdreht, sondern ihr schiebt das Bein mit Kraft nach oben. Gut, noch 15 Sekunden in dem Tempo. Weiter. Lasst die Arme gestreckt. Vier mehr. Gleich das Ganze nochmal etwas schneller. Ready? Let's go. Cut. Zack. Kurze. Schön mit Kraft schieben. Unsere letzten. Vier mehr. Drei mehr. Zweimal. Letzter und Stopp. Gut. Unterarm Plank. Übung 2. Ellenbogen wieder direkt unter die Schultern. Und jetzt legt mal die Handflächen hier fest auf der Matte ab. Vermeidet mal hier dieses Ineinanderkapseln der Hände. Legt die Handflächen fest am Boden ab und die Spannung halten. Und jetzt zieht ihr mal mit jeder Ausatmung euren Bauchnabel schön nach innen. Ihr atmet aus und währenddessen zieht ihr den Bauchnabel weit nach innen. Haltet die Spannung. Und wenn ihr jetzt mehr wollt, dann aktivieren wir unsere Fußspitzen und schieben uns vor und zurück. Kommt. Wenn es euch zu viel ist, bleibt ihr statisch. Weiter. Kommt. Zack. Nur noch 15 Sekunden, dann haben wir es. 8. Kommt. 7. Weiter. Die letzten 4 Mal. 3. Oh, letzter. Gut. Unterer Rücken ganz gezielt. Legt beide Hände wieder an den Oberschenkel ab. Die Fußspitzen sind aufgestellt. Der Po ist angespannt. Und wir heben und senken. 1, 2, 3, 4. Gut. Mit Kraft. Volle Kraft nach oben. 1, 2, 3, 4. Weiter, kommt. 5 und 6. Wir bleiben jetzt noch einmal gemeinsam oben. Bringen die Arme nochmal vor. Die Füße hoch. Und jetzt nochmal kleine, schnelle Wechselbewegung. Versucht mal die Arme sowie die Beine schön gestreckt zu lassen. Die letzten 15 Sekunden. Weiter. Nur noch 4, 3, 2 und Stopp. Okay, wir drehen uns nochmal um. Auf den Rücken. Zweite Runde. So, Füße wieder hoch. Füße parallel, beide Hände hinter den Kopf und jetzt diagonal zu den Fußspitzen. So. Okay, auf geht's jetzt. Komm, zack. Ihr könnt auch den Arm mit rüber schieben, wenn es passt. Dreht euch schön ein. 30 Sekunden haben wir noch. Ihr könnt auch die Hände hinterm Kopf lassen. Aber achtet mal drauf, dass die Knie nur bis zur Hüfte rangezogen werden. Sehr gut. Zack. Ich gebe euch die letzten 15 Sekunden in diesem Tempo. Kommt. Noch 8. 7. 6. Machen wir noch 4 Stück mehr. 4 mehr. Gleich halten wir wieder, okay? Jetzt. 1, 2, 3 und wir wechseln. 1, 2, 3 und wechselt. Oh. Wechseln, komm. Halt. Nochmal. Schön ranziehen.
Nochmal. Oh Leute, komm, zieht durch. Ein Arme noch. Letztes Mal. Und stopp. Das war Runde 2, oder? Genau. Deswegen, ihr wisst ja Bescheid, alle guten Dinge. Genau. Deswegen starten wir jetzt mit Runde 3. Macht euch noch einmal startklar. Und wir beginnen. Ein Bein zur Zeit. Los geht's. Kommt. So, jetzt nochmal richtig schön mit Kraft hochschieben. Und jetzt zieht mal das andere Knie immer nur wieder bis zum anderen Knie nach vorne. Also hier nicht bis zum Anschlag, nicht das hier machen. Keine Runderrücken, sondern ihr schiebt wirklich nur mit Kraft das Bein hoch. Und jetzt, doppeltes Tempo, kurze. Komm, zack, zack. Denkt ans Tablett auf eurem Fuß. Macht noch 4. 3 mehr. Gleich nochmal die Seite wechseln. Let's go. Kommt. Hoch und tief. Schöne Kraft. Schiebt. Und. Und die Halswirbelsäule bleibt stabilisiert. 8 Stück noch in diesem Tempo. Kommt. Nur noch 6. Sehr gut. Seid ihr alle noch fleißig mit am Start? Ja, oder? Auch wenn ich euch nicht sehen kann, ich glaube, ihr bemüht euch. Komm, Double Turn, let's go. Yeah, und zieht, zieht. Gar nicht mehr so lange, aber die ziehen wir jetzt noch durch. Noch 4, noch 3, noch 2 und, oh, stopp. Unterarmplank. Hände wieder ablegen. Füße wieder zurück. Zack, zack. Aus dem Schultergurt rausstützen, Bauchnabel nach innen, erst einmal nur halten, lasst die Hände flach auf der Matte und denkt jetzt nochmal daran, mit jeder Ausatmung euren Bauchnabel nach innen zu ziehen. Seid ihr bereit für die Dynamik? Okay, let's go, kommt. Yep. Schiebt vor und rück. Zack, kommt, vor, rück, vor. Rück, vor. Leute, kommt, die letzten 15 Sekunden. 8, 7, 6. Wenn es nicht mehr geht, dann haltet ihr einfach nur. Noch 4, 3, 2 und langsam lösen. Oh. Bisschen anstrengend, oder? Aber so soll es sein. Gut, ihr wisst, was kommt. Genau, Hände zurück, ups and downs. Los geht's. Spannt den Po an. Hoch und tief. Gut. Kontrolliert hochziehen. Noch 15 Sekunden. Weiter. Und. 4 mehr. 3. Oben bleiben. Woo. Arme nochmal lang und die Beine lang. Und nochmal paddeln. Zack. Zack, 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 zack. Schön weiter atmen. Die Nasenspitze bleibt unten. Die letzten. Noch 4. 3. 2. Und stopp. Oh, wir drehen uns nochmal. Auf den Rücken. Kommt. Macht euch startklar. Beide Füße wieder hoch. Hände hinter den Kopf. In 3, 2, 1. Auf geht's. Schiebt nochmal. Vor. Und. Weiter, kommt. 5, 6. Versucht nochmal den Oberkörper richtig schön einzudrehen. Das sieht gut aus. Auch wenn ich euch nicht sehe, ich spüre, dass ihr voll mit dabei seid. Also, für die letzten Minuten strengen wir uns nochmal an. Kommt, noch 15 Sekunden. Zack.
Und 4, 3, 2. Und jetzt halten wir nochmal ein Bein vorn. 4, 3, 2. Und ihr wechselt. 4, 3, 2. Wechselt. 4, 3, 2. Wechselt. 1, 2. Oh, wechselt nochmal. Komm, zieht. 2, 3. Wechselt. 4, 3, 2 und relax. So, jetzt kombinieren wir noch eine schöne Übung für den Po. Ja, seid ihr bereit? Pass auf, Beckenlift. Aber ganz oft sieht man beim Beckenlift das hier und das. Das möchte ich nicht. Also nicht hier den Po hochschieben bis zum Anschlag, sondern ihr schiebt wirklich das Becken nach oben, also das Becken hochschieben und dann kippt ihr das Becken leicht ein und stellt euch mal vor, das Schambein möchte in den Bauchnabel kippen, also das ist die Bewegung. Der Po ist gespannt, Beckenboden ist fest und dann ist es wirklich nur eine kleine Bewegung. Ja, let's go. Zack. Diese Übung kann man übrigens auch super gut machen mit einer leichten Erhöhung unter den Füßen. Also entweder mit einem Stepbrett zum Beispiel oder die Couchtischkante geht auch. Oder Treppenstufe, wie auch immer. Bettkante. Spannt den Po jetzt fest an. Komm, zack und zack. Aber nicht zu hoch, sondern wirklich mit Kraft. Hoch und tief. Die letzten 4, 3, 2. Bleibt jetzt nochmal mit mir oben. Haltet. Jetzt schließt mal eure Füße, schließt eure Oberschenkel und die Knie und drückt mal die Oberschenkel fest zusammen. Und jetzt kurz, kurz, zack, zack, kommt, fest, fest, fest. Die letzten noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh, kurze Pause. Einmal ranziehen. Und jetzt die Füße nach oben strecken zur Luft. Und zwar kommen jetzt die Hände nach vorn. Ihr bleibt hier und schiebt die Beine im Wechsel nach unten. Ihr schiebt und wechselt. Ihr könnt die Hände auch hinter eurem Kopf lassen. Macht es so, wie es für euch passt. Lasst die Beine langsam runter. Wenn es euch zu viel ist im langen Hebel, dann schiebt ihr die Beine hier angewinkelt nach vorne. Auch das ist eine Option. Das entscheidet ihr, je nachdem, wie es euer Rücken hergibt. Die Stabilität bzw. die Kraft eures unteren Rückens entscheidet halt auch hier mit über den Hebel der Füße. Noch 4, 3, 2, der letzte und stopp. Diese Übung wiederholen wir nur zweimal, deswegen gebe ich euch jetzt die letzte Runde. Beckenlift, los geht's, komm, komm. Nochmal, hoch, tief, hoch und tief. 1, 2, 3, spannt schön fest an. 4, weiter. 5, 6, 7. Oh, spürt ihr den Po? Komm, wir ziehen durch. Nochmal. Lasst die Füße fest am Boden. Und nochmal. Beckenboden anspannen. Po ist fest. Das ist die letzte Runde. Noch 4, 3, 2. Bleibt nochmal mit mir oben. Schließt die Füße. Oberschenkel und Knie fest zusammen und jetzt nochmal. Push, zieht, 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 kommt. Hup, hup, hup. Weiter. Hoch, tief. Und die letzten. Noch 4, noch 3, 2 mehr und relax. Füße nach oben, Arme lang. Unsere letzte Runde, Leute, komm. Die schaffen wir. Auf geht's. Finale. 4. Langsam nach unten. Lasst den Oberkörper schön oben.
Wunderbar. Wenn ihr mehr wollt, könnt ihr die Hände hinterm Kopf ausstrecken. Noch 15 Sekunden. 7, 6, 5. Komm, Leute. Noch 4, noch 3, noch 2. Jetzt. Wir haben es geschafft. Macht euch einmal kurz lang, streckt die Arme lang, streckt die Beine lang. Tief durchatmen. Also Leute, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Klitzekleines Stretching jetzt noch. Dazu zieht ihr einmal beide Beine ran und schließt mal eure Oberschenkel, beziehungsweise stimmt gar nicht, eure Schienbeine. Und jetzt kreisen wir einmal hier die Beine über. Eine schöne Übung, die ist super schön und schön, super schön, noch viel, viel schöner. Und zwar legt ihr dazu einmal euren linken Fuß, hört mir zu, den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel. Zieht das rechte Bein an, greift durch die Lücke hindurch und drückt mal den linken Ellenbogen gegen euren linken Oberschenkel. Also gegen die Innenseite eures linken Oberschenkels. Und zieht mal das rechte Bein noch ein bisschen weiter ran. Mit jeder Ausatmung versucht ihr das Bein etwas weiter ranzuziehen. Okay, löst die Spannung. Das Ganze nochmal mit dem anderen Fuß einmal drauflegen, einmal ranziehen, durchgreifen und Druck nach außen geben. Okay, mit jeder Ausatmung etwas weiter ranziehen. Versucht mal schön gleichmäßig weiter zu atmen. Oh, ich liebe diese Übung und ich merke gerade, oh, dass es hier auch ein ganz schönes Defizit bei mir gibt. Und die eine Seite ist auf jeden Fall deutlich verkürzter als die andere. Und was sagt es uns? Mehr dehnen. Oh, ich bin leider auch so schlecht da drin. Ich nehme mir das immer wieder vor und dann ist alles andere wichtiger. Und dabei ist es so, so wichtig, einfach regelmäßige Stretching, intensive Stretching-Einheiten mit einzubauen. Okay, Füße nach oben, Oberschenkel umschließen, Mädels, Beckenboden anspannen, zack, zur Mitte kommen. Ich hatte Spaß mit euch, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ich hoffe, ihr habt euren Po, eure Beine, euren Bauch und euren ganzen Körper ein bisschen gespürt. Wenn nicht, dann, ja, dann beim nächsten Mal. Nein, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch wohl gefühlt während dieser Stunde. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf die nächste Runde mit euch und wünsche euch bis dahin auf jeden Fall noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen schönen Tag. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr diesen Kanal sehr, sehr gerne abonnieren. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.